Hallo und schönen guten Tag. Ich darf euch heute mal wieder ein Messer vorstellen der Firma Swerd New Zealand, und zwar die Golok Machete British Army Pattern. Dabei sind wieder diese kurzen Paperworks, wo einiges drauf beschrieben ist. Aber die lege ich jetzt mal zur Seite und dann kommen wir mal zu dem schönen Messerchen. Und zwar nehmen wir mal zuerst die Scheide. Die Scheide ist Swerd-typisch einfach gemacht und sehr rustikal, aber sie nehmen das Messer sicher auf. Wobei man beachten muss, dass bei dieser Scheide hier, man sieht es, glaube ich, das Messer seitenverkehrt eingesteckt werden muss. Also nicht so nach vorne, sondern so nach hinten, damit das reibungslos funktioniert. Ich glaube, man sieht es auch. Hier ist der breitere Teil, hier ist der schmälere Teil für die Schneide. Jo, ich würde mir wünschen, dass die Scheiden nicht so lieblos zusammengenagelt sind. Man sieht es hier, die Lasche, die Gürtellasche ist auch anständig außer Mitte, was mir jetzt nicht so gefällt, wenn man den Preis von über 180 Euro sieht, die dieses Teil hier kostet. Hier vorne wieder eingeprägt das Swerd-Logo. Jo, hier unten ist die Scheide offen. Da kann dann Feuchtigkeit und solche Sachen kann dann herausziehen. Hier ist noch eine Lasche, da kann man einen Riemen durchmachen, um das Messer am Bein zu befestigen. Jo, so mal zur Scheide. Und hier ist nun das gute Stück. Ich werde das zuerst mal ein bisschen reinigen. Das ist voller Öl. Und zu diesem Zwecke das altbewährte Ballistol. Wollen wir mal ein bisschen da drüber reiben. Das Messer braucht etwas Pflege, da es aus einem nicht rostfreien Stahl hergestellt wird, wie alle Swerd-Modelle. Es ist ein schwedischer Kohlenstoffstahl. Jo, so. Dann mal weg mit dem ganzen Zeug. Kommen wir mal zum Messer. Man kennt diese Art Messer, Buschmesser, Haumesser, die Anlassfarben wieder auf der Klinge. Es hat einen sehr kurzen, balligen Anschliff und hier oben am Klingenrücken sieht man, die Verfärbung ist viel, viel dunkler als hier vorne. Da ist das Messer weicher und hier vorne ist es härter. Es hat einen Leinen-Mirkadergriff, der sehr gut in der Hand liegt, unterlegt mit roter Fiber und befestigt mit Bullseye-Nieten. Es hat hinten und vorne ein Fangriemenloch, da kann man dann einen Riemen hier durchmachen, sodass das Messer nicht aus der Hand fällt. Jetzt mal kurz ein paar Maße. Die Gesamtlänge dieses Monstrums beträgt schlappe 43 cm, wobei auf die Klinge 28 cm entfallen und eine brauchbare Schneide von 27 cm. An der breitesten Stelle, das ist hier vorne, ist die Machete 53 mm breit. Und eine Dicke hat sie von 3,5 mm. Das habe ich vorher auch schon mit der Schieblehre nachgemessen. Es sind also 3,5 mm. Jo, zu was braucht man so ein Messer? Lagerbau, im Garten, im Wald, einfach toll. Was mir hier gut gefällt, ist die sauber ausgeschliffene Schneide. Die ist auch recht scharf. Und das wollen wir jetzt auch mal testen. Mit einer Pfälzer Standardkartoffel, und dann wollen wir mal gucken, ob das Ding auch schneidet.
Und es schneidet. Man soll es nicht für möglich halten, es schneidet sogar sehr gut. Man denkt ja, ein Haumesser muss immer eine Klingenstärke von 6-7 mm haben. Das ist aber nicht so. Durch diese verhältnismäßig dünne Schneide von 3,5 mm, die meisten Macheten haben sogar nur 2 oder 2,5 mm. Durch die verhältnismäßig dünne Schneide dringt das Messer auch sehr tief in Äste oder sonst welches Schnittgut ein, ohne viel Druck und ohne viel Schlag. Jetzt wollen wir mal gucken, ob man mit dem Teil auch etwas schnitzen kann. Zu diesem Zweck nehme ich mal meinen Haselnuss. Hier ist das gute Stück und dann wollen wir mal probieren. Und das geht sehr gut. Wir werden nach diesem kurzen Abschnitt des Videos werden wir mal rausgehen und werden mal ein paar dünne Äste kappen. Ich will da jetzt nicht großartig Hardcore-Test mitmachen. Der Lasse will das Teil auch noch verkaufen. Und wie schon gesagt, beim Lasse im Shop, der hat mir die zugeschickt zum Testen und Vorstellen, mal in die Kamera halten. Das geht recht gut. Jo, ein richtiges, gutes Werkzeug. Was mich jetzt etwas stört, ist, dass bei einem Messer dieser Preisklasse ein optionaler Fangriemen dazugehören müsste. Ein rustikales Werkzeug, gut verarbeitet, und das wollen wir jetzt mal raus und wollen mal gucken, was es kann. Bis gleich dann im Garten. So Leute, dann wollen wir mal probieren, ob es funktioniert. Also funktionieren tut das Teil. Das war jetzt ein durchgedruckter Stock. Durch diesen hakenförmigen Griff kann das Messer auch nicht verrutschen. Und ja, es ist einfach ein gutes, solides Werkzeug, das bestimmt eine gute Figur im Wald und auch im Garten macht. Ein Fangriemen würde ich mir jetzt persönlich dran knüpfen. Da ist man auf der sicheren Seite. Ansonsten super Teil. Wer sowas braucht, ist mit diesem Teil hier gut bedient. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.